Das haben wir schon 100 Mal besprochen. Kein Sex. Wir sind Freunde. Oh Gott. Stell dir vor, ich sei ein Eis in der Waffel und ich schmelze. Flora. Was? Du bist eine sehr attraktive Frau und du brauchst jemanden, der dich gut behandelt, so wie du es verdient hast. Nett, dass du das sagst. Ich finde, du hast auch ein Mädchen verdient, das dich nett behandelt. Ich kann nicht. Wieso? Ich kann einfach nicht. Wovor läufst du davon, Daltrey? Ich muss mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Was? Eigentlich sind es mehrere Dinge. Es ist kompliziert. Okay. Es gibt ein Problem. Na, vielleicht kann ich helfen. Ich bin gut im Probleme lösen. Da ist eine Frau. Was? Ist es Lorraine Kersey? Ist es sie? Nein. Nein. Es ist eine Frau. Und ein Mädchen. Was? Schöne Mundharmonika, Kleine. Oh, danke. Wirf mal die Glubscher da drauf. Die Glubsch... was? Sieh dir das an, Kleine. Sowas habe ich in Nettland noch nie gesehen. In wo? In Australien. Oh, verstehe. Sie sind Australier. Das ist ja cool. Ich finde, Australien hat eine echt coole Kultur, wie Russell Crowe und das Great Barrier Reef und Surfen, ja, und Heath Ledger. Ja, der ist irgendwie ein Softie. Oh, ja, ich mag ihn auch nicht. Soll ich Ihnen beim Graben helfen? Nein, bin so gut wie fertig. Okay. Wieso graben Sie überhaupt in Daltreys Rasen? Ich brauche eine Kontrollgruppe für die Erde. Und, wohnen Sie in der Lodge, oder? Ich wohne hier. Au. Sie wohnen hier? Das hat mir keiner gesagt. Das ist cool. Und wie lange werden Sie bleiben? Naja, der Plan ist, in 2 Wochen wieder im Sandbelt zu sein. Und ich mag's nicht, wenn sich meine Pläne ändern. Oh ja, ich auch nicht. Ich mag's gar nicht, wenn sich meine Pläne ändern. Tja, wissen Sie, Australien ist so ähnlich wie Amerika, finde ich. Wenn man drüber nachdenkt, wurden beide von Siedlern bevölkert, die sich vom Rockzipfel des englischen Königreichs lösen wollten. Willst du was trinken, Kleine?
Nein, danke, hab keinen Durst. Und noch was, so klein bin ich auch nicht mehr. Ich bin 14. Es gibt Mädchen, die in meinem Alter Kinder gebären. Daughtry hatte einen Pseudo-Vortrag für die Farmer und deren Familien arrangiert. Das sollte die Truppe aufheitern. Und sie wird zukünftige Generationen ihrer Familien ernähren. Gentechnische Umstrukturierung. Aus ausgereifter, kranker Rasensaat wieder gesunde Qualität machen. Und um Ihnen das zu demonstrieren, ist er den weiten Weg von Australien über Palm Springs gekommen. Frankie Strunk. Ich habe dieses Problem schon im ganzen Land gelöst. Sie haben noch nie von dem Problem gehört, weil Frankie es gelöst hat. Das ist Mist. Die ursprüngliche Kreuzung ist Mist. Enzymatisch behandelte Saat vor der Umstrukturierung. Das ist die Magie. Sich mit spezifischen Eigenschaften an vorherbestimmten Stadien der Samenentwicklung zu befassen. Im Publikum verstand eigentlich keiner so richtig, wovon Frankie redete. Aber da es um ihren Lebensunterhalt ging, wollten sie, dass es funktioniert. Und außerdem wollte keiner von ihnen, dass Daughtry scheitert. Er war ihr Held. Sehen Sie? Wir überlassen nichts mehr dem Zufall. Wir eliminieren die willkürlichen Auswirkungen eines Mutagens. Und dann eliminiere ich die Mutation selbst. Daughtry, ich möchte dir jemanden vorstellen. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Daughtry, wir haben uns heute Abend hier eingefunden, um dir unsere Unterstützung zu zeigen. Vor 14 Jahren bist du mit deinen verrückten Ideen in diese Stadt gekommen. Uns war nicht bewusst, dass wir es mit einem wahren Genie zu tun hatten. Du gibst wirklich alles für Ducktown. Du hast wieder Wohlstand und Ansehen in unsere Stadt gebracht. Die Bürger von Ducktown stehen in deiner Schuld. Durch Highland Bells wird es noch mehr Arbeitsplätze und noch höhere Ernteerträge geben, was uns wiederum florierende Geschäfte und Ansehen beschert. Wir alle wissen, dass dein Golfplatz der beste des Landes werden wird. Und wir werden dir mit Freude helfen, deinen Traumplatz zu bauen, weil wir überzeugt sind, du weißt, was das Beste für diese Gemeinde ist. Und wir wissen, dass du es niemandem erlauben wirst, schon gar nicht irgendeinem albernen, kleinen Rasenauswuchs, uns im Weg zu stehen. Viele Leute waren auf Daughtry angewiesen. Aber keiner blickte so zu ihm auf wie Doyle. Hey! Hey, Mister! Ich bin June. Ich bin Doyle Earl. Ich bin Doyle Earl Cassidy. Nett, Sie kennenzulernen, Doyle. Arbeitet Daughtry hier? Er ist in einem Meeting. Sind Sie sein Partner oder so? Ja. Nein. Ich bin sein... Ich helfe ihm. Ah. Oh. Ich gieße all die Blumen. Oh. Die sind wunderschön. Dann machen Sie das sehr gut mit dem Blumengießen. Bist du eine Freundin von Daughtry? Keine Ahnung, ja, schätze schon. Er ist mein bester Kumpel. Bevor er da war, haben alle über mich gelacht. Er hat gemacht, dass sie aufhören.